Freunde, endlich wieder ein neues Video hier auf dem Kanal. Ich weiß, es hat eine Weile gedauert. Normalerweise wären wir jetzt eigentlich nämlich in Norwegen und würden schon knietief in Fisch stehen. Aber ihr wisst ja, alles gerade ein bisschen schwierig. Theoretisch hätten wir fahren können. Aber naja, ihr wisst, also wir haben uns relativ früh in der Corona-Pandemie entschieden zu sagen, wir fahren nicht. Und ja, jetzt sind wir hier in Deutschland unterwegs, um genau zu sein, in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, hier ist gerade schon ein krasses Gewitter vorbeigezogen zum Glück. Es ist sehr warm, also irgendwie so um die 1100 Grad, nein, aber deutlich über 30 Grad am Tag. Deswegen ja, wollten wir uns da nicht in die Pramme setzen und angeln. Ja, aber dafür geht es jetzt halt am Abend los. Wie gesagt, die Gewitter ist vorbeigezogen, hoffentlich. Vielleicht dreht er sich nochmal, aber wir hoffen mal nicht. Also, wir gucken mal, was hier geht. Und ihr seid dabei. Vor der Arm ab in den Trinken, Norbert. Oh, verdammt. Du hast das freiwillig gemacht. Ja, ne? Das nennt man Kameradschaftlichkeit. Ja. Ich hab mich mit Tränen in Augen drum gebeten. Also muss ich jetzt auch machen. Ja. Ja, jetzt ist es aushalten wenigstens von der Temperatur, ne? Ja, war. Deutlich besser. Ja. So, und schauen wir mal. Da hinten tobt das Gewitter. Und ja, wurde ein schöner kleiner Steg gebaut, den wir uns natürlich begeben, um dann zu werfen. Schauen wir mal. Erster Wurf an unbekanntem Gewässer. Erstens 20 Nachläufe gehabt. Ja, 20 Barsche, 20 kleine Barsche. Und Schlötzen. Da ist er. Was ist das? Ja. Oh, so eine kleine Barsche. Na ja, die hast du ja gesehen. Könnt ihr jetzt nachfahren. Oh, guck mal, hier kommt nächste hinterher. Echt, ja? Da steht er. Ist der vorne? Ja. Ja. Nico fängt den ersten Barsch. Könntest du ja 17 haben. Fisch. Dass er sich auf die Jagd hat, wa? Ich hätte aber ein bisschen richtig. Bei Barsch nutze ich alt ja sowieso ganz schnell ab. Da ist ja doch der kleine Barsch. Wird aber warm, Junge. Da ist er, der kleine Barsch. Juhu, der erste Barsch. Da ist er doch, da ist er doch.
besser, Nico. Könnte du ja 20 cm. 20 cm? Das ist ja sehr gut. Ab? Hm. Toll. Da ist er noch hinterher. Gesehen? Nee. Wo denn? Oder hast du gerade nur vorher zu kurbeln? Nee, da ist er da dran. Du bist so rein und fies. Nur ein kleiner Barsch. Naja, mein Barsch. Barsch ist Barsch. Oh, siehst du, Martha. Du sagst mal, du kannst nicht. Da kommt er doch. Da ist er doch. Und, ja. Mit Kraut. Dann Kraut war zuerst dran. Ein schöner Barsch. Ja, der Sehne Kraut schon bloß auf einmal. Zack. Petri. Na, siehst du, da hat doch jeder heute Abend schon den Barsch gefangen. Den Glücksbarsch für den Start in den morgigen Tag. Mit dem Bellyboot. Was ist das was? Ja, das ist schon mal geben, Mann. Ja, wie gesagt, wenn gleich von Hessen daherkommt, bei sowas hier vorne in der Stadt nur. Da wirst du schon Bescheid. Da wirst du schon Bescheid. Mit dem Barsch oder sowas, hier die Größe, wo tausend hier drin sind. Da solltet eigentlich kein Problem sein. Martin möchte also wetten mit uns, dass er einen Barsch fängt. Mit einem Käfer. Mit einem Käfer. Mal gucken, ob er so einen Käfer. Das macht mir schon mal Eindruck. Das macht Eindruck. Da spult so. Hier, da sieht der Barsch hinterher. Oh, da hat er schon angefasst. Guck mal, da stehen drei, vier Stück. Richtig hier ein bisschen größer da. Zusammen, naja. Siehst du? Ja, ja. Kannst du kriegen. Wer ist mal ein Schiff? Da holen sie schon ab. Der läuft ja so flach. Da kommen sie daher aus allen Richtungen. Hier sind die Kleinen hinterher. Ein Aerofall, sauber. Also da stehen. Na, sonst immer noch. Ich bin gespannt, Martin. Bin ich gespannt? Ich bin auch gespannt. Kostet so 2, 3 Euro, wenn du ihn fängst. Ach, guck mal hier. Was ist das? Hier nicht bloß hinter die Schnur hinterher, wa? Ich sag ja, mit Fliehe, das wäre unschlagbar. Nur Schnurbogen hinterher. Tja, das wird wohl donnerst. Eigentlich haben wir gegen gewettet. Naja, eigentlich haben wir schon gewettet. Nee. Wir haben gesagt, du hast gewettet, dass du ihn fängst. Wir haben nur einen Schwesterdicht. Warte, ich wette nicht, dass du die Angelkarte zahlst. Jetzt auch gut. Ja, da kommt der Schwamm. Das ist aber eine Plätze. Ja. Die kommt der Barsch. Da kommt der Barsch. Oh, oh, oh. Nee. Nee, den mal zu kurz stehen haben wir. Schade. Ey, wenn der will, warum will dann kein anderer? Ist da überall da welche da drinnen da. Nur der Wirbel davor ist zu groß. Du musst der Käfer unter Wasser sein. Okay. Nico. Ja. Morgen mit dem Bellyboot. Ja. Was wird der erste Fisch sein, den du fängst? Ein Hecht. Ein Hecht? Ja. Das kam sehr entschlossen und schnell. Ich bin gespannt. Da werden, ja, werden wir morgen drauf achten. Ja. Ja, das ist halt wirklich. Man hat halt hier nur diese Angelstelle hier. Und ansonsten ist ein dicker, fetter Schilfgürtel rum, weil der generell sehr schön ist. Aber zum Angeln lohnt es sich dann schon, hier mit dem Bellyboot herzukommen.
Weil dann kommt man erst auch an ein paar andere Stellen und muss sich nicht hier mit begnügen. Und das versuchen wir dann morgen früh.